Hallo zu den schrägen News der KW40 in 2020. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Meine Themen die Woche sind: Mein VW ID.3 ist da, mein erster. Und es gibt ein paar Zukunftsthemen und unser Model X Pegasus wird verkauft. Wir sind in der 28. Woche und wie immer ist dies eine Dauerwerbesendung und wir haben einen Wechsel des Sponsors. Deshalb vielen Dank nochmal ans Dampfdrachen-Team für die Unterstützung des halben Jahres jetzt, glaube ich sogar. Und wer eine Vorführung buchen will, kann das noch mit zukunft42.dampfdrache.de. Da kommt ihr auf ein Formular, wo ihr eine kostenlose Vorführung bekommen könnt von diesem tollen System, dem Dampfreiniger, Dampfdrachen. Und wir haben ein paar Videos ja auch gemacht, wo man das ganz deutlich sieht, wie das funktioniert. Ja, super Sache. Danke nochmal an euch. Und unser neuer Sponsor ist meinauto.eu. Hier ist der Manuel von meinauto. Der hat mir diesen ID.3 First Edition Plus, das ist das mittlere Modell, für einen Monat hier zur Verfügung gestellt. Wunderbar, der Oktober sozusagen. Ja, deshalb, ich bin jetzt in einem ID.3 tatsächlich hier unterwegs, First Edition. Und ihr habt schon einen Haufen Videos von mir die Woche gesehen. Mein Schwerpunkt die Woche war ja Verbrauchstests. Aber ich habe auch noch ein Abschlussvideo gemacht und nochmal so Fazit 5x plus, 5x minus vom Standard Range Plus, dem nackten Hirsch, dem kleinen Dampfdrachen gemacht, einem Standard Range Plus praktisch ohne Full Self Driving. Also nur das, was wirklich drin ist, standardmäßig, auch keine Anhängerkupplung, einfach so das günstigste Model 3 von Tesla. Was kann das oder wo sind da vielleicht auch Probleme? Ja, ich muss natürlich auch so ein bisschen über Tesla herziehen. Immerhin an dem nächsten Mic-Test dann gleich am Model X habe ich es nämlich gemerkt. 4 Jahre Tesla fahren und schon damals waren ja ein paar Sachen versprochen, die wir jetzt immer noch nicht haben. Ich habe das Video kurz bevor die Schildererkennung gekommen ist gemacht und habe natürlich hier auch nochmal meinen Frust darüber rausgelassen. Hat 4 Jahre gedauert jetzt. Ja, Model X Pegasus, das 90D, eines der ersten Model X hier in Deutschland. Ich kann mich noch gut erinnern, Oktober war das vor 4 Jahren, da haben wir es abgeholt. Jetzt im Dezember wollen wir es verkaufen. Ja, so ist mal hier die Idee. Und das ist das, was jetzt im Tesla Fahrer- und Freunde-Forum veröffentlicht wurde. Wenn es euch interessiert, so ein Model X, was mal 120.000 gekostet hat, zu kaufen, hat natürlich jetzt 200.000 Kilometer drauf, könnt ihr gerne einen Preisvorschlag machen. Wir haben nämlich noch keinerlei Vorstellung, was man dafür noch verlangen kann. Ist aber ein super Auto. Also vor allem nämlich weiß, das ist mal das Coole. Und 7 Sitze und was wollte ich sagen? Autopilot 1. Ja, und alles ist auch erneuert worden, nämlich hier. Es ist die neue CPU schon drin, der Tausch. Und ihr habt Free Lifetime Supercharging ans Auto. Und Free Lifetime Connectivity Premium habt ihr drin, ja. Das ist mal ganz, ganz wichtig fürs Laden und deshalb auch 200.000 Kilometer. Hier das Auto war ja 2x am Nordkap. Und auch ganz so weit nach Süden, wie die Supercharger tragen. Ja, ich verlinke euch auch nochmal meine Playlist sozusagen von meinen Videos dazu. Gut, ja, Pegasus, das waren noch Zeiten. 7 Sitzer können wir auch wieder kriegen bei Tesla in Model Y, Kühlschranktransporter, ja. Ist auch die Frage, mit was dieses Auto nachher konkurriert, vergleichbar ist. Ist das schon der ID.4-Killer oder andersrum, ne? Ich weiß nicht so genau. Auch dazu kommen wir noch. Ich habe immer noch meinen Referral-Code hier am Laufen bei Tesla. Natürlich könnt ihr, wenn ihr meint, ich habe euch dazu gebracht, einen Tesla zu kaufen, dann könnt ihr gern meinen Referral-Code benutzen und 1500 Kilometer Free Supercharging mitnehmen. Ich bekomme das dann auch, aber ihr auf jeden Fall auch. Soweit mal zum Werbeblock. Jetzt gucken wir doch nochmal hier in meiner Zeitung, in meinem Tech-Boten, was da denn so los war. Und ja, ich habe ganz am Anfang jetzt doch mal das hingemacht, weil ich der Einzige bin hier aus dieser Blase, der darüber berichtet, über die Pandemie. Ja, ist es jetzt vorbei? Ist das die zweite Welle? Wir haben auf jeden Fall irgend sowas wie die zweite Welle
oder Ansätze davon jetzt nach den Ferien. Alle Leute sind wieder zurückgekommen, Risikogebiete. Und hier bei uns in der Gegend tatsächlich 40 Schulen betroffen. Das ist mal die eine Geschichte hier. Solche Sachen und auch der Söder in Bayern verteidigt die ganze Sache. Es werden auch hier diese Sachen abgesagt. Die Fastnet hier, die alemannische Fastnet wird abgesagt. Südwesten sind 172 Klassen jetzt betroffen, 40 Schulen und die Kanaren ärgern sich, weil die auf der Liste stehen. Da könnte man doch jetzt eigentlich in Herbstferien hinfahren. Nee, der Herbsturlaub ist abgesagt. Na, in Deutschland soll man halt rumfahren. Also hier Warnstufe Gelb kriegen wir sozusagen. Die Grünen gehen noch, die Blauen sollten wir auf keinen Fall hinfahren. Was heißt das? Das ist schon Spanien und sowas, ne? Und hier drüben auch. Aber es sind schon Warnungen auch rings um Deutschland ausgesprochen. Man muss das übrigens auch andersrum sehen. Vor uns wird auch gewarnt in anderen Ländern, ne? Also so ist das nun nicht. Ja. Und die Lufthansa will so eine Art Schnelltests einführen, die also irgendwie innerhalb von Stunden, halbe Stunde ein Ergebnis liefern vor jedem Abflug. Ja, die haben ja das größte Problem. Natürlich sitzt man dort dicht an dicht und keine 1,50 Meter und muss die ganze Zeit die Maske aufhaben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen auf Langstrecke oder so. Boah, na gut. Ja, Lufthansa auf jeden Fall auch bei den Flugreisen ist ja weiterhin ein Einbruch. Die müssen sich irgendwas einfallen lassen. Wir haben einen traurigen Rekord die Woche gehabt hier. 1 Million Tote auf jeden Fall, registrierte Tote im Corona-Umfeld und 34 Millionen erfasste Erkrankungen. Einer darunter jetzt auch Donald Trump, ganz prominent, und seine Frau positiv getestet. Leichte Symptome waren die letzten Meldungen, die ich gehört habe. Amerika ist auch knallerot, geht unter, also da ist wirklich USA vor allem hier, ne, fatal, also ganz schlimm unterwegs. Afrika hat man jetzt gesagt, da ist eine sehr junge Bevölkerung, die wären viel weniger betroffen. Ich sage immer, vielleicht liegt es auch daran, dass sie weniger testen, aber eine junge Bevölkerung, Durchschnittsalter scheinbar Gesamtkontinent bei 17 Jahren, wären deshalb besser dran und wir sind total überaltert und hier in USA hat man ja definitiv es total verpennt. Das ist auch dem Trump irgendwo anzulasten, dass er da zu spät drauf reagiert hat und dann das im Grunde das Gesundheitssystem kollabiert ist. Die Fallzahlen steigen weiterhin an. Wir hatten so einen Peak, wir kommen jetzt wieder so ein bisschen zurück. Aber die Sache ist nicht ausgestanden. Hier in Deutschland sieht es ja genauso fatal eigentlich aus. Gut, ist das jetzt ein Abflauen hier oder was ist jetzt hier los? Auf jeden Fall wird gewarnt, dass man jetzt zum Herbst, wo ja eh die anderen Erkrankungen noch kommen, doch nochmal eine Zunahme haben. Und wir hier unten sind natürlich da alle dunkelblau, ne? Wobei wir jetzt hier von Nordrhein-Westfalen durchaus überholt worden sind. Das muss man auch sehen. Wir waren ja lange Zeit mit Bayern Spitzenreiter. Dem ist jetzt hier nicht mehr so. Oh, aber hier hinten, da können wir schon hin. Ja, auch Bremen und so. Dennis sagt es ja immer, Urlaub in Deutschland ist jetzt angesagt für die Herbstferien. Stay home ist das noch nicht. Wir haben noch keinen zweiten Lockdown. Israel ist schon im zweiten Lockdown. Andere kurz davor. Wir kriegen es eigentlich noch ganz gut gebacken hier. Ja, das ist wie unsere Technik, unsere moderne Technik mit so einer Pandemie klarkommt. Deshalb hier bei mir auf dem Kanal doch mal was dazu, auch wenn es alle anderen E-Mobilisten verschweigen. Außer dem Andi von E-Meise vielleicht noch. Wie sieht es denn so aus? Die Stimmung hält sich auf in der Automobilbranche. Ist hier so, dass besser als im August, ja. September ist jetzt wieder mal noch ein bisschen besser geworden. Wir sind ja generell so in dem mittelständischen Unternehmen und auch wir hier so in Baden-Württemberg so knapp unter 10%. Vielleicht kriegen wir sogar es ein bisschen besser hin. Alle so Zielvorstellungen hat man jetzt auf das so ein bisschen gedreht. Knapp drunter kommen wir wahrscheinlich so raus, so zum Jahresende läuft es nochmal ein bisschen, aber im Dezember, der wird natürlich dann komplett so gekillt, vermutlich auch, weil man den ganzen Urlaub ja nehmen muss. Alle die Unternehmen, die in Kurzarbeit waren oder noch sind, da muss ja der Urlaub dieses Jahr komplett abgegolten sein, da kann doch nicht rüber gerettet werden und solche Sachen. Das wird dazu führen, dass dann so ab 10. September, Dezember nichts mehr läuft. Ja, also ansonsten würden hier Streichungen weiterhin, also es ist immer zu zweigespalten. Shell streicht tausende von Stellen, auch Krupp, ThyssenKrupp hier im Automobilanlagenbau. Ja. Gut, müsste halt mit Tesla zusammenarbeiten. Ne. Auf der anderen Seite, Firmen stellen wieder ein, gibt es genauso. Vor allem Dienstleister wollen Personal aufstocken, also das gibt es schon. Lufthansa weigert sich weiterhin hier zu erstatten oder
zeitnah zu erstatten, werden jetzt verklagt. E-Bikes sind total im Vormarsch. Ja, also die E-Bike-Händler und auch die Fahrradverkäufer konnten sich ja dieses Jahr gar nicht retten. Und ich glaube, noch immer kriegt man keine E-Bikes. Jetzt will natürlich auch keiner mehr welche. Wir wollten auch noch ein E-Bike für meine Frau kaufen, ging gar nicht mehr. Ja. Und weniger Luftverkehr, wir hatten es vorne schon gehört, 66% unter 2019, also mehr als die Hälfte weniger. Ja, und dann sind ja diese verschiedenen Programme da am Machen, ne? Der Wumms hat gefehlt bei der Mehrwertsteuer. Ich habe auch gesehen, ja, einige, also vor allem jetzt, wenn du ein Auto kaufst, wird das sauber ausgewiesen. Obwohl, ich habe es ja schon erzählt, bei VW macht man wieder 19% drauf, weil man sich nicht sicher ist, wenn du jetzt ein ID3 oder ID4 bestellst, ob der dieses Jahr überhaupt noch kommt. Also lieber mal mit 19% rechnen. Die Förderung, die 6.000, also die 3.000 sind okay, die 6.000 Euro von der BAFA kriegst du eventuell nur bis Mitte nächsten Jahres, dann ist vermutlich der Topf leer, weil es gerade so einen totalen Boom gibt, ne? Das wird man auch sehen, ich vermute aber eher bis Ende nächsten Jahres ist das noch in Ordnung. Die Kinos kämpfen auch um ihre Existenz, gut, die haben schon vorher um ihre Existenz gekämpft, ja, und hier drüben sind halt so, ne, Wirecard-Ermittlungen auch noch so im Hintergrund an der Mache, das sollte eigentlich auf die Skandalseite Wirecard, also... Ich sage immer, das wird den Scholz die Wahl kosten. Ja, ansonsten, China ist ja immer so ein Thema hier bei uns. Was ist in China los? VW investiert auf jeden Fall Milliarden in China. Wir kommen noch auf VW. Die wollen da dort ihre Präsenz steigern und E-Mobilität, die Angebote steigern um 35% aller Autos. Dort sollen E-Autos sein. Ja, und ansonsten sagt man aber, wir sind eigentlich schon abgehängt. Die deutschen Hersteller sind beim Sache E-Auto schon abgehängt. Ja, immer wieder hört man jetzt ja von diesen chinesischen Anbietern. Bin immer fraglich, ob die hier bei uns wirklich auf den Markt kommen, diese ganzen Autos, die da angekündigt sind oder was damit ist. Da wird man jetzt einiges noch sehen dieses Jahr, vor allem nächstes Jahr dazu. Mir gefallen die dicken Brocken eigentlich nicht so groß und günstig, aber okay. Ich peile hier immer so rüber beim DAX und beim Dow Jones. Wann sind wir wieder auf dem Niveau vor der Krise? Na, es sieht noch nicht so gut aus. Sieht man aber noch in unserem Börsenteil. Ja, was war eigentlich so die letzten Wochen? Ich habe ja nicht jede Woche jetzt eine schräge News gebracht. Und deshalb hier habe ich ja so einen Kommentar auch aufgenommen zu dem Battery Day. Ich hatte zwei Videos. Das andere habe ich gerade gar nicht mehr sichtbar. Das ist nämlich meine... Annahmen, was am Battery Day dann so passiert, und das ist jetzt mein Kommentar dazu, und ich fand meine Annahmen gar nicht so schlecht. Ansonsten, Elon Musk war jetzt total geplättet, weil nämlich die Presse, die Nicht-Fachpresse, hat seinen Battery Day ab absurdum geführt, und die Börse hat es auch nicht verstanden, und überhaupt, es ist vertraurig, meint er, übersetzt, ja. Gut, was haben wir denn gekriegt? Wir haben auf jeden Fall 50% mehr Kapazität gekriegt und Akkufertigung und Model 2 Ankündigung. Ja, es war es vielleicht auch das Problem, ne? Es gab so, also der Wechsel im Model S und X vom Design her kam nicht, und CCS im Auto direkt bei S und X, da soll man immer noch mit Adapter machen, das kam alles nicht. Es kam diese ominöse dicke Batterie, ja, diese kleine dicke. Klein ist die gar nicht, aber ja, andere Formfaktor und diese Idee, dass die jetzt auch tragende Elemente übernimmt, in Bezug auf, ja, das war es dann wohl mit dem Akku-Pack tauschen und so weiter. Aber es war nicht so revolutionär, dass man so, ah, super, jetzt ist es, ne? Der Plaid-Antrieb war noch das Einzige, aber es war nicht so, es wurde kein Auto präsentiert. Sie hätten so ein Auto präsentieren müssen oder ein Motorrad oder was auch immer. Deshalb war das wohl nicht so das Publikum-Event. Ne? Na gut, ihr könnt euch anhören, wenn ihr das mal meine Version hören wollt. Sonst viele, viele Kommentare. Die sich nicht so richtig mit der Technik auskennen, haben es meistens negativ kommentiert. Viele Aktionen sind eher weiter in die Zukunft gedacht. Und man hat ihm natürlich Bloch und Co. vorgeworfen, das sind alles gar nicht Tesla-eigene Ideen, sondern das ist einfach von anderen übernommen und einfach... ja, umgesetzt. Und das ist aber schon immer so gewesen, Leute. Elon Musk und seine Firmen, das ist jetzt bei SpaceX genauso wie bei Tesla, die setzen Technik um, die andere nur in Forschungseinrichtungen haben. Die machen eine sogenannte Industrialisierung, also die bringen das in eine industrielle Fertigung. Der baut Sachen zusammen, die heutzutage gehen, und bringt die dann aber zum Profit. Und deshalb finde ich, die Börse hat falsch reagiert, aber die reagiert immer bei solchen Events so, das kommt dann später erst wieder hoch, weil das ist total zukunftsträchtig, was er hier macht. Die anderen haben das nämlich bisher so nicht hingekriegt.
Ja, die können keine Raketen landen, zum Beispiel. Ne? Oder auch das jetzt hier, dass die Batterie als tragendes Element im Elektroauto. No, das ist nicht im MEB-Baukasten vorgesehen. Da sind Module vorgesehen. Ja? Wir wollen ja austauschen. Ne? Und auch diese ganze Recycling-Geschichte und wie man da drinnen jetzt zu höheren Kapazitäten kommt. Da ist tatsächlich, Tesla setzt da jetzt Sachen um, die vielleicht von Fraunhofer oder wem auch immer entwickelt wurden. Aber die setzen es halt um in der Industrie, in der Fertigung. Die haben auch diese Batterie ja schon in der Pilotfertigung drin. Das ist nicht bloß eine Theorie. Natürlich braucht das nochmal ein Jahr, bis es dann tatsächlich kommt. Das ist eigentlich der Unterschied und nicht, dass Tesla irgendwas völlig neu erfindet. Das ist es gar nicht. Auch die Logistik zum Beispiel, dass ich in dem Navigationsgerät sehe, wo meine Ladestationen sind und die auch schon vorher aufgebaut sind, obwohl es noch gar keine Autos gibt, die Supercharger-Netzwerk. Ne? Das ist halt die Stärke. Einfach mal ein bisschen weiterdenken. Nicht nur einen Schritt, vielleicht sogar zwei Schritte weiterdenken und das einfach auch umsetzen und das auch investieren. Das ist Tesla. Kann man so oder so sehen. Ne? Was ist ein VW? VW ist ja jetzt der große Hype. Ich fahre jetzt VW, muss ich also jetzt auch mal mir die Hauptversammlung angucken. Ja, und der Herr Dies war dann da auch da und es war auch jemand da, der immer normal hier so dabei ist, ne? Bei Michi, der Joe Vandura, ich dachte immer, der Vandura, Herbert, ja, super, ne? Ohne Herbert wäre der VW auch nichts, ohne Elon ist der Tesla nichts. Rekordergebnis auf jeden Fall und sie haben, dies ist ja immer zwiespältig, normalerweise ihre Strategie jetzt ausgerollt. Hier sind nochmal die Autos und eindeutig auch gesagt, es geht los, obwohl er natürlich immer das hat. Wir haben auch einen ganz tollen Verbrenner-Golf auf den Markt gebracht. Schaut euch mal den Verbrenner-Golf übrigens näher an, macht gerne mal eine Probefahrt. Ah, ich will euch nicht verleiten, Verbrenner zu fahren. Das Auto ist tatsächlich eine Stufe mehr als der ID.3. Deshalb sage ich auch immer, der ID.3 ist kein Golf im Moment. Ja, natürlich der ID.3 und der ID.4 und die ganze ID-Reihe kommt. Aber der Golf 8, das ist im Moment immer noch das Auto, was am meisten verkauft wird, wo die auch am meisten Profit mitmachen. Ne? Ich muss mir so einen Golf 8 mal angucken. 30.000 Bestellungen auf jeden Fall beim ID.3 hat er erzählt und der ID.4 wird jetzt das Weltauto. ID.3 kriegen wir ja in den USA vermutlich niemals zum Kaufen, haben sie ja schon alle geärgert, aber der ID.4 ist jetzt schon dort gesehen worden. Das ist jetzt dann das Weltauto. China, USA, ne? Das ist jetzt da, so ist der Plan. ID.4. Und ansonsten, MEB hat man jetzt natürlich verkauft hier an Ford. Audi will jetzt auch hier die nächsten rausschmeißen. Und jetzt hat er auch zum ersten Mal erwähnt den Enyaq und hier vor allem den Elborn. Ne? Den kommen 2021 dann. Ne? Ganz stark hat er jetzt wirklich angekündigt. Also Elborn komme ich gleich noch. Und die Aufholjagd auf Tesla, das hat er immer noch drin, obwohl er sich doch jetzt mit Elon so gut kann. Das ist der Artemis, der E hoch 3, natürlich nicht so geschrieben, sondern ne, hoch, ne? Also 2.0 sogar schon, also E hoch 3 und dann noch 2.0 mit Volkswagen OS drin. Ne? 2021 wird die Vision präsentiert, also nächstes Jahr, und 2024 dann in Produktion. Und der wird dann 650 Kilometer weit kommen. Das ist schon wieder so eine Hausnummer, wo ich sage, ey Leute, 650 Kilometer weit in 2024, da fährt der Tesla 1000. Das ist Quatsch, ne? Das Auto muss jetzt auf den Markt kommen, so wie die hier. Aber gut, die Aufholjagd auf Tesla ist also 2025 dann wahrscheinlich, überholen sie sie. Oder andersrum, das weiß man nicht. Okay, es war ein reiner Vortrag vom Herrn Dies, ja. Obwohl, er hat sich so hier, Volkswagen ist jetzt eine bessere Company als vor dem Skandal, ne, oder überhaupt nach dem Skandal jetzt. Ne, so haben sie sich das bescheinigen lassen hier von Larry Thompson, hat er mehrmals zitiert. Wunderbar, aber es war irgendwie jetzt diese Hauptversammlung, war jetzt nicht so der Bringer. Also nicht so wie bei Elon, wenn der vorne steht. Aber sie versuchen es wenigstens so ein bisschen. Es kommt ja 2022 nach der Bass, den habe ich ganz vergessen hier oben. Ne? Jo, also sieht gar nicht so schlecht aus. Wie reagiert denn die Börse auf so eine Vollversammlung? Auch gar nicht. Das ist genau wie bei Tesla, hier so 3% hoch und dann 3% wieder runter und am Ende egal. Ja, also sind natürlich nicht so arge Bewegungen drin bei Volkswagen, ganz sanfte Bewegungen noch. Das ist jetzt nachher unser Portfolio auch nochmal. Da kann man also gar nichts draus ableiten. Das bringt irgendwie gar nichts. Der ID kommt raus, die Aktie bewegt sich nicht. Nicht wirklich, na gut. So, eins zurück. Der Elborn von Seat, ja. Die Tochterfirmen von VW, die kommen jetzt so langsam mit ihren MEB-Geschichten. So, und da muss VW jetzt aufpassen.
Sie machen es nämlich eh gerade in Sachen Kannibalisierung, ID4, ID3. Aber dieser El Born, der sieht ja schon in hier bei den Fotos schon super cool aus. Ansonsten innen, na klar, die Grundelemente sind dieselben wie beim ID3, auch die, natürlich die Grundkarosse, aber guckt euch mal die Felgen an, guckt euch mal die Form an. Die ist doch viel cooler. Ja, und ich habe euch mal was mitgebracht. Ein altes Video von mir, nämlich von der letzten Automobilausstellung. Eine Tochter hier von Volkswagen Seat benutzt ja auch den MEB-Plattformkasten und die haben auch ein Auto gebaut. Und das sieht irgendwie aus wie der ID. Plus vielleicht sogar ein bisschen cooler. Auch hier muss man immer alles fusselfrei halten. Ich weiß gar nicht mehr, ob Seat auch mit dem Dieselskandal was zu tun hat. Ja, alle bei VW, ne? Immer alles abwischen. Fast noch eine coolere Linienführung als drüben bei VW, sagen viele. Ja, mir hat der E-Up vom auch schon besser gefallen hier, die E-Up-Variante hier von Seat. Und dieses Rot ist natürlich hier obercool. Ich hoffe, es kommt ganz gut wieder hier rüber in dem Video. Sieht echt cool aus. Innen vermutlich ist die Anmutung sehr ähnlich. Aber es steht definitiv ein anderes Logo drauf. Vielleicht sogar die besseren Felgen. Aber auch das hier ist nur aufgeklebt. Elektrisch geboren, ja, Kofferraum ist komplett gleich. Tja, schon kaputt gespielt irgendwie das Auto. Okay. Wenn man mal drin sitzt, steigt keiner mehr aus, merke ich gerade. Ansonsten hier eine sehr wertige Ausstattung. Also dann wüsste ich aber definitiv. Interessante Materialien verbaut. Ob die jetzt dreckig werden, weiß ich nicht. Diese raue Strukturen hier. Ja. Da ist es doch bei Isaac identisch. Sonst ein bisschen besser sogar als bei VW. Das ist ja seltsam. Normalerweise ist bei Seat alles noch immer ein bisschen günstiger. Ansonsten aber schon das Ganze wie im ID. Ja, aber signifikant besser. Aber hier definitiv andere Materialien verbaut, ein bisschen besser integriert das Ganze auch. Kommt vielleicht auch auf die Ausstattungsvarianten an. Seat El Born. Die ID-Variante vermutlich etwas günstiger sogar. Preise natürlich generell hier noch nicht bekannt. Da müssen wir noch drauf warten. Und die Verfügbarkeit genauso. Aber interessant, was hier jetzt vom VW-Konzern doch eigentlich kommt. Super Sache. Ja. Jetzt fahren wir erstmal ID3 und dann gucken wir mal, wann Seat mit seinem Auto rauskommt. Aber wir müssen jetzt langsam mal was bestellen. Ne? Deshalb Testfahrten hier. Danke nochmal an den Manuel mit seinem ID3. Leider wieder ein schwarzer, aber gut, schwarz ist in gerade. Nee, bei mir halt nicht. Ich würde gern den Türkisen haben. Habe ich noch nie gehabt zum Fahren. Und einen weißen vielleicht. Das ist auch cool. Gut, mehr gibt es ja auch gar nicht so an Farben. Ich habe jetzt hier meine ersten Tests, waren auf jeden Fall Verbrauchstest. Ich hatte ja noch den Sven da, der hat zumindest mal auf der Autobahn da so ein bisschen ausprobiert und war dann auch um die 20, konnte jetzt nicht so richtig gut fahren. Normalerweise auf der Autobahn säuft das Auto ein bisschen. Und deshalb hier meine Tests jetzt auf meiner Strecke zur Arbeit sehen natürlich anders aus. Da habe ich auch noch andere Anteile drin und deshalb piek bei 17,7, also um die 18 und auf der Nebenstrecke bei 15 rum. Und wenn man super, super Eco fährt, also richtig langsam und so, dann kommt man auf 12. Aber definitiv darunter nicht, bin ich der Meinung. Also ihr könnt euch das Video angucken. Da bin ich die ganze Stunde meine 25 Kilometer zurückgefahren und immer vorausschauend, immer vorsichtig und immer rekuperiert und immer gesegelt. 12. Ohne Heizung, ohne Klimaanlage, alles aus. Also das Auto hat, ich würde mal so sagen, 3-4 Kilowattstunden mehr Verbrauch als ein Standard Range Plus Model 3, würde ich mal so schätzen.
Trotzdem bin ich jetzt so unterwegs und günstiger ist es auf jeden Fall am Ionity mit der Ladekarte. Es gibt eine spezielle Ladekarte, die V-Charge, die geht auch nur als Ladekarte, die geht nicht in der App, obwohl man es über die App bestellen muss. Und da gibt es jetzt im Moment, wenn man es richtig hinkriegt hier unten, also einen so ein First Edition hat und das da durchgeht, dann kriegt man einmal den Preis von 29 Cent die Kilowattstunde und eigentlich braucht man gar nichts bezahlen, weil nämlich im Moment die Autos dann auch noch freie Kilowattstunden haben. Ich habe erst gedacht, das wären Kilometer 2000. Nein, es sind 2000 Kilowattstunden. Das ist also viel, viel mehr. Da kannst du 10.000 Kilometer mitfahren. 600 Euro. Na gut, das wird man jetzt nicht aufbrauchen können, weil das, soweit ich jetzt rausgelesen habe, nur bis zum 01.01.2021 geht. Also nur dieses Jahr noch. Und dann ist hier oben das, da musst du dich entscheiden, wie viel Grundgebühr du zahlen willst. Dann kriegst du da noch den Preis, den günstigsten Preis kriegst du nur, wenn du 17 Euro Grundgebühr zahlst. Oder ich weiß nicht genau, wovon das abhängig ist. Ist wahrscheinlich auch wieder von dem Auto abhängig, das du da hast. Kannst das nämlich das Ganze auch tatsächlich nur bestellen über diese WeConnect ID App. Es gibt nämlich das WeConnect ohne ID auch noch für die anderen Fahrzeuge. Ja, also Volkswagen ist da gut aufgestellt, wollen es auch möglichst einfach machen. Und was sie da drin in der App übrigens schon können, hier, Ionity Grübingen, die können Anzeigen von Ionity und auch von anderen übrigens, von HPC, von ENBW, das habe ich auch schon gesehen, zünde die Belegung angucken, kann man die angucken. Also ob da, wie viel da frei sind, ob sie überhaupt funktionieren. Du kannst auf die Kosten drücken, dann siehst du, was es mit deiner Ladekarte für dich dort kosten würde. Also das ist schon in die richtige Richtung. Es ist noch nicht ganz so smooth und vor allem die App ist nicht so super toll. Ich werde es nochmal nächste Woche vielleicht dokumentieren für euch. Geht aber eindeutig in die richtige Richtung, weil VW zielt ja auf die Leute auch ab, die vorher vom Verbrenner kommen, die vielleicht auch noch gar nichts mit E-Mobilität zu tun hatten. Die müssen also es irgendwie einfach hinkriegen. Deshalb auch die Entscheidung, mit einer Karte das zu machen, die du hinhältst und nicht über eine App. Ob das so gut laufen wird, wird man dann sehen, weil manchmal gibt es ja auch Ladesäulen, die halt keinen Kartenleser dran haben, die gehen halt nur mit der App. So, parallel dazu, für ein Homelading wollen sie auch was machen. Diese Firma, die dahinter steckt, ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, hier steht es doch irgendwo, Eli, die bietet dann auch Tarife an im Heimbereich und dann gibt es da auch Wallboxen von 388 bis ungefähr 800 Euro. Die für 800 haben natürlich dann auch WLAN-Anschluss und sonst was alles und auch so ein Kartenleser-Sicherheitssystem und so. Also VW versucht da so All-in-One anzubieten jetzt. Ich hatte ja schon Videos gemacht von meiner Probefahrt. Wir hatten das hier nur in den schrägen News nicht gebracht. Und das Fazit war natürlich auch das Video, was am interessantesten ist. So der Vergleich jetzt tatsächlich zwischen dem Model 3, was ich vorher gefahren bin oder zu dem Zeitpunkt, und dem ID3 plus minus nochmal so versucht, so ein bisschen abzuwägen. Ich weiß, die Autos sind nicht so richtig zu vergleichen. Du musst im Grunde vom ID3 die teuerste Version nehmen und vom Tesla die günstigste Version. Das kannst du dann miteinander vergleichen. Da ist sogar der Tesla noch günstiger als der ID3. Ja, es gibt da also eine gewisse Überschneidung. Klar, wenn man jetzt total günstig wegkommen will und einem die vielen Features nicht zusagen, dann kann man natürlich den ID3 in der günstigsten Variante nehmen und dann kannst du ihn natürlich auch nicht mit dem Tesla vergleichen. Das ist vollkommen klar. Ne? Aber so wie ich es jetzt gemacht habe und mit den Autos, mit denen ich da rumgefahren bin, kann man es meiner Meinung nach vergleichen. Ja, ich habe auch hier mal ein paar Ladevideos noch gemacht. Aus Versehen bin ich mit 1% an der Ladesäule angekommen. Aus Versehen wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, und ein bisschen hier mal einen Rundgang gemacht, die Koffertests und solche Geschichten gemacht. Und Rundfahrten haben wir ja gemacht. Und wir haben vor allem auch den sogenannten Travel Assist, also den Autopiloten von ID, zumindest von der Max-Version. Der ist nämlich nicht in allen drin. Habe ich im Moment nämlich nicht. Deshalb kann ich das gerade nicht wiederholen, den Test. Haben wir damals ja mit Frank Uwe zusammen auch gemacht und auch die anderen Rundfahrten und so, um mal zu gucken, auf welchem Stand tatsächlich VW da ist. Und es war ja äußerst positiv, was wir dort gesehen haben. Wir haben es ein bisschen entzaubert, weil natürlich so eine Erwartungshaltung war, er könnte immer, was weiß ich, am Schild die Geschwindigkeit schon fahren, dem ist da auch nicht. Also Magic ist da auch nicht drin, sondern es ist doch nur die normale Technik. Man muss halt wissen, wann das geht und wann eben auch nicht. Jo, das heißt auf jeden Fall für mich, weil ich das Auto ja auch über meine Firma leasen könnte, ich werde mich das Auto jetzt auf jeden Fall näher angucken, gerade bei dem. Und ich habe gesagt, einen Monat gebe ich mir noch Zeit, dann will ich eigentlich tatsächlich bestellen oder es bleiben lassen. Ja, und so ist eigentlich mein Plan. Deshalb muss ich auch so gucken, dass ich nochmal eine bessere Version bekomme von dem ID3, weil, also im Moment sagt mir mein Händler schon, ja, du kriegst es eigentlich nicht dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr. Dann kann ich mich auch darauf einstellen, meinetwegen. Wenn man jetzt sofort bestellt, könnte man Glück haben. Kommt aber so ein bisschen auch drauf an, glaube ich, wie man das konfiguriert. Ansonsten wird ja gerade produziert, ne?
Gut, darüber reden wir jetzt nicht, sondern im Moment ist es wirklich nochmal ein Problem geworden, weil der ID4 ist ja jetzt auch rausgekommen und den kannst du auch konfigurieren. Und das nennt sich zwar wieder First Edition, aber mein Händler hat mir gesagt, no, die Dinger können auch ganz normal bestellt werden und kommen mit derselben Lieferzeit wie die ID3s. Also entweder noch dieses Jahr, Dezember oder dann im Januar rum. Natürlich ist das Ding viel teurer und da war jetzt auch schon ein Skandal, weil das scheinbar umgerechnet, wenn man es vergleicht, der Dirk Hillman hat es gemacht, in USA viel günstiger ist. Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Skandal. Das Auto ist richtig teuer, aber für den Preis würde ich auch die große Batterie kriegen und so weiter und so fort. Es muss einem nur die Form gefallen. Ja, ich finde, der ID3 ist noch ein bisschen gefälliger in der Form. Der ist jetzt ja natürlich SUV-mäßig. SUVs erkennt man übrigens daran, dass die hier diese Radläufe haben, ne? Sagt man immer so. Ich finde es, wenn es zweifarbig so hast, dann kommt das Auto nicht ganz so bullig daher. Deshalb hätte ich auch gern, wie gesagt, ein ID3 mal in zweifarbig. Ich meine, die Farbe muss man ja nicht unbedingt nehmen. Man kann aber nicht zwischen sehr vielen Farben wählen. Es geht nur die beiden und noch ein Blau, ja, glaube ich. Und Schwarz natürlich wieder, ja, genau. Gut, jetzt ist aber die Frage, mit was vergleicht man dieses Auto? Natürlich mit dem Model Y, ist ja klar. Ne? Der hat doch alles drin, Anhänger, Last und 5 Sitze, immer großer Akku, Glasdach, alles. Ne? Das ist eigentlich unten ein größeres Display vorne und so. Ansonsten ist es schon wie ein ID3. So, denken wir jetzt. Wir vergleichen das dann auch mit den anderen dicken Bullen, die gerade so rumfahren, sage ich immer so, ne? Die viel Platz haben und so. Ob der jetzt wirklich viel Platz hat, weiß ich nicht, aber schon, ne? Okay, also MEB-Baukasten jetzt speziell für ID4 kann das. Der ID3 hat ja da Probleme gehabt. Da reden wir jetzt nicht drüber. So, VW intern vergleicht aber das Auto scheinbar ganz mit was ganz anderem. Guckt mal, das ist ein geleaktes Unterlagen hier, ne? In den USA hat man sowas. Da wird mit ganz anderen Fahrzeugen verglichen, nämlich mit Benzinern. Mit, ja, also nicht mit E-Autos. Die vergleichen ihren ID4 Pro hier gar nicht mit einem, mit irgendwelchen anderen E-Autos, was ja eigentlich offensichtlich wäre, vor allem in den USA mit dem Model Y, no, mit irgendwelchem Knuscht. Ja, auch vom Preis her und so. Das wundert einen natürlich, was da VW im Hintergrund immer so macht. Also in meinem Dies merkt man es manchmal, ne, unser neuer Golf 8. Die anderen reden ja ein bisschen anders. Und man darf das nicht also wegleugnen, weil VW wird auch noch jahrelang, jahrzehntelang mit den Verbrennern das meiste Geld verdienen, nicht mit den E-Autos. Das muss allen klar sein. Außer es kommt was? Verbot von Verbrennern irgendwann. Dann muss ja sofort geswitcht werden, ne? Und da müssen doch alle sich darauf vorbereiten. Gut, wie machen das denn eigentlich jetzt die anderen deutschen Hersteller? Also von BMW kommt dieses Teil. Den habe ich schon mal gezeigt und alle haben gesagt, nee, so kann das nicht gebaut werden. Was ist denn das da vorne? Ja, also hier steht so labidar, die Tesla-Fans finden das nicht gut. Ich glaube, das findet überhaupt keiner gut, da den Grill da vorne immer größer zu machen, hier blub, und wie so eine Mauer da vorne, bop. Wie sieht denn das Auto überhaupt aus? Also sie meinen, sie hätten einen größeren i3 gebaut, aber im Grunde haben sie irgendwie was ganz anderes gebaut. Also ich glaube, die bauen das tatsächlich. Und dann reden sie scheinbar immer noch über Wasserstoff und Brennstoffzelle. Ja gut, da bin ich auch vorsichtig eigentlich, ne? Aber gut. Nee, so kann es nicht sein. Ich wollte eigentlich noch was von Mercedes reinmachen. Die haben auch so ein tolles Auto die Woche nochmal vorgestellt. Aber das sind ja alles Autos, die kommen ja in 2025. Nee, was ist denn sonst so future-mäßig eigentlich unterwegs? Ha, Leute, wisst ihr, was das nächste große Big Thing hier ist? Elon Musk wird vermutlich SpaceX und Starline an die Börse bringen. Ja, da müsst ihr einsteigen. Solche Sachen. Dann die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen zum Mond 2024, aber die haben das ja schon mehrere Sachen da auch gemacht. Die haben auch vor allem sehr viel Geld. Ja. Die wollen es aber alles selber machen. Also könnten ja auch mit SpaceX fliegen. Na gut. Und Benzin soll übrigens grüner werden nach Svenja Schulze. Und wie geht das? Das macht man aus Pflanzen oder Wasserstoff. Schon wieder dieser Wasserstoff. Oder synthetische Kraftstoffe auf Wasserstoffbasis. Also mit diesem Wasserstoff, da werden wir noch einiges hier zu tun kriegen. Ne? Ja, und auch unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält Verbrenner noch lange für attraktiv. Zweifel am Siegeszug des E-Autos. Das hat er schon mehrmals so gesagt. Er hat natürlich hier, normalerweise wird er ein bisschen erpresst von Daimler, immer, sagen wir so, oder sag ich so. Ja, haben ihn aber schon reingelegt mit den Arbeitsplätzen. Ja, er ist natürlich ein bisschen realistischer unterwegs, muss man auch deutlich so sagen. Wir müssen uns jetzt einen Zeitpunkt setzen, wo wir die Verbrenner rausschmeißen wollen. Aber alles andere, es wird noch lange Zeit Verbrennungsmotoren, Autos hier in Deutschland geben. Und wenn wir in Stuttgart die Diesel wenigstens verbieten, okay, aber viel mehr vermutlich auch nicht. So, wir haben auch Probleme hier mit der Digitalisierung.
digitale Bildungsplattform von Microsoft mit Teams und Co. Das ist alles ganz super toll. Aber es gibt Bedenken. Ich habe immer Bedenken wegen der Lizenzen, weil das ist ja nicht kostenlos. Ne? Und Eltern und Lehrer sagen, nee, ist noch schlimmer, weil die Daten womöglich gar nicht hier in Deutschland liegen, sondern auf amerikanischen Servern oder was weiß ich wo, ne, und nicht mehr unter Kontrolle und deshalb auch nicht unter dem deutschen Recht dann sind und so weiter, Datenschutz und so weiter. Okay, naja. Und sie gehen auf Open Source. Jetzt habe ich natürlich ein Problem mit Open Source, weil die Software ist zwar open, kannst also kontrollieren, aber du kannst, die ist meistens nicht so super toll. Also was ist denn da vergleichbar mit einem Microsoft Teams? Man muss mal schon entgegenhalten, hat halt Microsoft doch das All-in-One-Paket ist ganz gut. Weil die andere Alternative ist nämlich eigentlich alles mit Apple zu machen. Das ist auch das Komische. Man redet dann immer von iPads und dann will man aber im Hintergrund das Ganze mit Microsoft Software machen. Also Leute, Apple Hardware mit Microsoft Software ist nicht die gute Idee. Ne? Das, ne? Aber gut. Na schön. Was gibt es denn sonst noch hier? Also Amazon. Amazon ist immer für eine Überraschung gut. Es gibt tatsächlich Ideen, jetzt hier einen Roboter-Postboten in Silicon Valley mal laufen zu lassen. Der sieht so aus, der fährt dann auch ziemlich langsam und plong geht das da so oben auf und dann kannst du das rausnehmen und dann geht es wieder zu. Gibt es ein schönes Video. Bin ich noch ein bisschen im Zweifel da, ob das nicht von den Kindern weggekickt wird oder sowas, aber dann noch lieber mit Drohnen. Und sowas, ne? Okay. Und in Künzelsau kommen jetzt autonom fahrende E-Kleinbusse, die sehen so aus, die habe ich so ähnlich, habe ich auch schon mal gesehen. Das sieht also wirklich kastenmäßig und die fahren auch richtig langsam. Da kannst du also wirklich sagen, ja, mit denen kann nichts passieren, nicht 30, die fahren 10, vielleicht auch 15 Stundenkilometer oder sowas. Ist noch ein Sicherheitsfahrer an Bord, der aber eigentlich nicht eingreifen soll. Ja, dann funktioniert das autonome Fahren ja auch. Ne? Sonst Nikola, also Nikola Tesla, ne? Tesla Nikola, das ist eigentlich nicht dasselbe, sondern die wollten eigentlich auch so ein Elektro-LKW-Startup, eigentlich ja, oder mit Wasserstoff, ne? Und die geht auch mit Wasserstoff darum. Also auch GM macht irgendwas mit Wasserstoff und Daimler macht ja sowieso mit Wasserstoff und der will 2025 einen Wasserstoff-Schwerlaster auf die Schiene bringen, auf die Schiene sage ich schon, auf die Straße und Batterietrucks ab nächstes Jahr schon. Aha. Also, die nahe Zukunft ist Batterietechnik, die ferne Zukunft ist Wasserstoff. So ist jetzt gerade die Idee und deshalb auch die Förderungsmaßnahmen. So sieht das gerade aus. Natürlich Wasserstoff jetzt nicht bei PKWs, Wasserstoff sehen wir jetzt gerade schon bei LKWs. Vielleicht sehen wir auch Wasserstoff bei Schienenfahrzeugen oder was weiß ich wo. Aber das ist jetzt mal das, ne? Die Idee. Also so geht es gerade weiter. Und es geht auch noch woanders weiter. SpaceX. Yes. Der nächste Flug. 3, 2, 1, 0. Ignition. America has launched. So rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. We're already counting down the days until Crew 1. That'll be the first operational flight in a Crew Dragon spacecraft. Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, and JAXA astronaut Soichi Noguchi are to be the first multinational crew to fly in this new capable vehicle. This mission marks the return of a full crew complement to the International Space Station, and together they will celebrate the 20th anniversary of continuous human efforts on board the station. October 31, Start wieder von einer SpaceX Dragon-Kapsel mit 4 Astronauten zur ISS. Cool, Elon Musk hat es echt geschafft. Super. Jetzt kommen wir mal zurück. Sturget, Sländle. Ja, Dieselfahrverbotszone in Stuttgart. Ende der Schonfrist, Euro 5 Diesel ab Donnerstag. Also die Woche mit Bußgeld jetzt. Das sind die roten Bereiche, Zentralbereich, Mitte, Cannstatt und so weiter, Feuerbach, Zuffenhausen, wer sich auskennt, West, Süd und dann so drumherum hier, ne? Bis Pliningen, ja, ich fahre normalerweise im Moment nicht nach Stuttgart rein, aber wenn ich reinfahre, fahre ich Mitte. Ja, oder Süd, Süd und Mitte fahre ich so. Ja, so sieht's aus. Mal schauen, wie es weitergeht. Teuerste an der ganzen Geschichte waren bisher die Schilder. Ja, okay. Ja, und Söder fordert das aus für Diesel und Benziner im Jahr 2035. Überlebt er das? Ach ja, Söder könnte es überleben, ne? Aber andere Politiker womöglich nicht. Wir vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ne? Also 2035, Vorbild von Kalifornien, die haben es ja zuerst gesagt, Diesel und Benziner, also alle Verbrenner. Ne? Alle Verbrenner, Ende. Was heißt das? Keine Neuzulassung, heißt das. Ne? Gibt es dann immer noch?
Wie lange gibt es die dann noch? 10, 20 Jahre vielleicht dann noch danach? 2050, 2060 sind wir dann, ne? Ja, dann ist das Ende. Aber das Ende ist eingeläutet, das sieht man also auf jeden Fall. Ja. Was Ende? Ja, wir haben auch ganz andere Probleme noch. Eine Million Jahre waren das, ne? Jetzt weiß ich schon selber nicht mehr. Wie lange soll dieses Endlager da sicher sein, wenn man diese abgebrannten Brennstoffzellen da unter der Erde vergraben will? Ja, der Rest unserer Atomzeit, ne, der muss irgendwo jetzt endgelagert werden. Und das Fatale ist, dass jetzt plötzlich ganz Baden-Württemberg ist scheinbar als Endlager geeignet, auch Bayern. Nur diese Salzstöcke, die sind nicht geeignet gewesen. Wie ist man eigentlich auf diese Schnapsidee gekommen, diese rostigen Fässer in diesen Salzstock-Gorleben-Ding da einzulagern? Okay. Space 1999, kennt ihr das? Mondbasis Alpha 1. Da war die Idee, da war die Story, dass man die ganzen abgebrannten Atommüllsachen auf dem Mond lagert. Ja, die sind auch natürlich dann explodiert und der Mond ist aus der Umlaufbahn geschmissen worden, aber das wäre ja eine Idee. Es ist aber, glaube ich, zu gefährlich, mit einer Rakete diese Abfälle nach oben zu schießen, weil falls das nicht funktioniert, dann hat man sie ja, ne, als Fallout direkt. In die Sonne, habe ich schon gesagt, könnte man sie auch schießen. Ne? Nein, wir vergraben sie jetzt in 300 Meter Tiefe für Millionen oder Milliarden von Jahren. Millionen auf jeden Fall. Na gut, machen wir mal weiter. Es gibt jetzt auf jeden Fall nochmal in diesem VW-Abgasskandal, also der Abgasskandal ist immer noch da mit dem Diesel, ne? Dieselschonfrist und hier abschaffen und so weiter. Auf jeden Fall die Hälfte der ganzen Vorgänge sind jetzt zugunsten der Autobesitzer dann doch entschieden worden. Es gibt ja so Sachen, also VW hat was vorgeschlagen und dann ist ja noch andere Fälle und sowas, also das läuft auch ganz gut. Ansonsten ist man jetzt tatsächlich der Wahrheit auf der Spur, weil eigentlich ist ja Audi schuld, ne? Audi hat ja das gemacht, nicht VW, also Audi, Konzern von VW natürlich, ne? Und wer war zuständig? Ruprecht Stadler, damals Vorstandssprecher oder Vorsitzender. Der hat es nämlich gewusst irgendwann. Also irgendwann hat man ihn ja doch informiert und dann hat er nichts gemacht, sondern noch weiter Autos verkauft. Es scheinbar sogar forciert, diese dann schon produzierten oder in Produktion befindlichen Autos mal alle noch lustig zu verkaufen, solange bis es irgendjemand merkt oder eben nicht. Also der ist auf jeden Fall angeklagt. Es ist aber auch eine andere Führungsebene noch angeklagt unter ihm und auch bis zu irgendwelchen leitenden Technikern, die es sogar wohl initiiert haben oder programmiert haben. Ja, vor allem auch in einer gewissen Weise eine Verantwortung hatten, weil es halt dann ja schon bekannt war, dass es alles Schummel und so weiter ist und es da trotzdem weiter betrieben wurde. Ne? Deshalb, also ich würde nicht unbedingt VW so und den ID.3 da so schlecht machen wegen der Sache, kann man natürlich, also wer jetzt ein Audi kauft, sollte sich das auf jeden Fall überlegen. Also die waren noch viel näher dran. Na gut. Ja, ist das jetzt eigentlich vorbei? Nee, ist schon wieder irgendwas los bei Porsche. Getriebe manipuliert. Also es hört gar nicht auf. Man hört zwar von den anderen jetzt nichts, ne? Daimler ist ja auch noch immer ausstehend, was ist bei denen eigentlich mit dem Skandal, aber im VW-Konzern hört es nicht auf. Ne? Na gut. Ford hat deshalb andere Probleme, die müssen zwar auch 700.000 Euro mal zurückrufen, aber nur weil die Rückfahrkamera wohl nicht richtig funktioniert. Aber die sind immer vorsichtig, hier USA, Kanada, Mexiko, ja, schnell mal zurückrufen, lieber bevor irgendwie es richtig Ärger gibt. Und Zetscher hat sich gedacht, ich habe mich ja schnell abgeseilt hier bei Daimler, ich war ja auch für nichts zuständig. Zetscher und Stadler sind ja so ungefähr dieselbe Ebene. Ich habe auf jeden Fall auch von nichts gewusst und schnell weg und auf jeden Fall nicht in Aufsichtsrat. Ne? Der wollte nämlich scheinbar oder sollte in Aufsichtsrat, dann kam Kritik auf, schnell weg. Ich habe ihn mal getroffen am Stuttgarter Flughafen. Habe ich ihn darauf angesprochen? Nein, ich habe ihn natürlich nicht darauf angesprochen, Mensch, Mann, ja. Und wer eigentlich auch endlich gehen soll, ist Andi Scheuer. Der ist ja der Star der Heute-Show. Ne? Also, jetzt die letzten Tage wurde es nochmal massiver und Söder muss ihn entlassen oder soll ihn entlassen. Aber ich glaube, der Mann überlebt genauso wie alle anderen Verrückten, die es hier so in dieser Welt gibt. Ja, die LKW, die PKW-Maut. Die LKW-Maut haben wir ja, die PKW-Maut. Ja, na gut. Wir machen erstmal ein bisschen Werbung. Und der Aktienmarkt. Ich habe immer noch die Aktien von Tesla hier. Warum eigentlich? Habe ich halt hier. Ne? Die Woche sind wir gut dabei, 7,5% plus. Ne? Wenn man mal so rausdummt im Monat, ist noch nicht so gut. Wir sind noch 15% eigentlich im Minus. Da gab es einen höheren Stand, den sieht man nämlich hier. Das war kurz vor dem Aktiensplit. Die Ankündigung des Aktiensplits, die hat die Aktie ja so hochgetrieben. Dann hat man gesplittet und dann ist sie erstmal abgesackt. Und jetzt kam sie wieder hoch. Vor dem Battery Day, nach dem Battery Day wieder abgesagt, jetzt ist er wieder am Kommen. Ja, ist natürlich im Jahresteil, nee, ist ein Halbjahr, im Halbjahr noch bei 300
Prozent im Plus und ich denke auch, der Trend nach oben ist gesetzt. Irgendwann blicken es die Leute ja jetzt doch mit dem, was am Battery Day kam und den nächsten Ankündigungen. Was ist das nächste? Die Quartalszahlen sind das nächste. Es war ja scheinbar wieder ein gigantisches Quartal. Die Zahlen kommen wahrscheinlich nächste Woche, übernächste Woche oder so. Das wird es dann noch dann nach oben treiben, weil dann sieht man natürlich, boah, die Firma ist total zong auf dem Zukunftsast. 12 Monate und 700% im Plus. Wahnsinn, der Wahnsinn überhaupt. Wir haben es im Portfolio. Bei uns sind es 390% im Plus dieses Jahr jetzt hier mit Krise und so weiter. Die beste Aktie letzte Woche, das war vor 2 Wochen und die Woche natürlich nochmal zugelegt. Das ganze Portfolio hat jetzt fast 50% Gewinn. Ja, echt super, hätte ich nie gedacht. Vor allem, weil wir ja diese Gauner hier unten von Wirecard auch noch drin haben. Und bei uns ist tatsächlich weiterhin das Schlusslicht da unten der Volkswagen. Ne? Ich meine, okay, der war da auch schon vorher und ist aber eigentlich bei mir hier zumindest weiter abgerutscht noch. Wer jetzt kommt, ist Warta. Warta war ja immer Geheimtipp und der ist sogar oberhalb jetzt von meinem DAX und meinem Dow Jones. Das ist hier die beiden, auf die wir eigentlich gucken müssen. Dann wissen wir, dass die Krise vorbei ist, wenn die wieder im Plus sind. Die sind aber beide leider noch 4%, 7% im Minus und der Warta, ich prognostiziere, der wird nächste oder übernächste Woche über die Linie springen ins Plus rein. Ja, das muss ich auch mal ändern hier, oder? Nee, Fanseite, es kommt die Fanseite von mir halt. Und ich habe leider immer noch meinen Referral-Code hier drin von Tesla, weil es halt vom ID3 von VW keinen Referral-Code gibt. Ne? Ja, ist halt so. Also 1500 Kilometer sind das. Free Supercharging, falls ihr über meinen Referral-Code einen Tesla bestellt. Und danke auch an alle, die über Patreon regelmäßig spenden für das Projekt hier und per PayPal auch Überweisungen mal rüberschieben. Dankeschön an alle. Ja, ich habe 777 Videos inzwischen und die Abonnenten nehmen auch gerade massiv wieder zu, weil ID3 ist halt das Thema, ne, gerade, klar. 30.000 Bestellungen, ne. Jo, mal schauen, ob wir die 20.000 dieses Jahr hinkriegen. Bin gespannt, im Moment geht es wieder gut aufwärts, aber es muss ja auch nicht sein, ne? Gut, ich habe auch noch einen Shop übrigens da, aber da ist auch bloß Tesla-Zeug drin. Muss ich jetzt echt mal auf ID3 umlabeln. Meine Themen sind auf jeden Fall in der Zukunft jetzt wieder autonomes Fahren und die ganzen Themen, was die Autos eigentlich demnächst hier können sollen, ne? Level 3, Level 4, Level 2. Deshalb habe ich nochmal, während ich nämlich hier super öko unterwegs war und dann nachher tatsächlich 12 Kilowatt schon auf 100 Kilometer rausgekriegt habe aus dem Auto, habe ich nochmal während des Fahrens überlegt, meine Vision vom autonomen Fahren, was müsste man eigentlich machen, damit es wirklich gut funktioniert und nicht nur so, wie es jetzt gerade mal so eben geht. Ne? Deshalb guckt euch das Video an und ich erzähle es euch. Aus meiner Erfahrung jetzt auch 4 Jahre beschäftige ich mich jetzt schon mit diesem Thema und bin mit dem Tesla, den ersten Teslas, die diese 1.0 Autopilot-Version drin hatten, rumgefahren und habe gedacht, boah, jetzt geht's los. 4 Jahre später. Wo sind wir da? Ansonsten sind wir hier mit dem ID3 unterwegs und wir sind schon im Oktober. Es ist gesichert. Ja. Das Model X kommt ja auch noch im November rein. Aber es ist nicht ganz klar, wie es jetzt da weiterläuft. Ich hoffe, wir haben noch ein paar andere Sessions mit dem ID3, vor allem auch mit einer Max-Version von der First Edition. Und dann muss ich mich entscheiden. Ich habe also für mich jetzt so, Ende Oktober muss ich mich entscheiden oder sobald ich sicher bin, dann muss ich bestellen oder eben auch nicht. Ja, es hat schon Vorteile, über die Firma zu bestellen. Das Leasing ist dann insgesamt natürlich günstiger. Klar. Jo, und solange suche ich noch Unterstützer, die mich hier einen Monat oder so unterstützen wollen mit einem Auto. Und deshalb vielen Dank nochmal hier an mein Auto, also der Main wie Main, ne? Der Fluss. Und Manuel von mein Auto EU, der mich da unterstützt hat. Der hat übrigens auch viele gebrauchte E-Autos da. Teslas auch, aber auch andere und auch Plug-in-Hybriden. Guckt mal auf seiner Seite. Dankeschön auf jeden Fall hier für die Unterstützung im Oktober. Was gab es noch so? Der E-Cannonball war, der ist fertig und es gibt den auch 2021 wieder. Und ich habe hier mal die Ergebnisse rein kopiert aus den Leistungsklassen. Wer da so gewonnen hat, so ein umgebauter Mustang hat hier gewonnen in der, das war jetzt die Classic-Klasse. Ja, und dann hier, das ist interessant, in der anderen stärksten Klasse eigentlich, da hat ein Tesla Model 3 Long Range gewonnen. In der anderen, der nächsten dann ein ID3 First tatsächlich. Ja, ist schade, dass die nicht in derselben Klasse liefen.
Und da unten hat ein Hyundai Ioniq gewonnen. Und das Auto mit dem geringsten Durchschnittsverbrauch war ein E-Up von VW. Auch cool. Guckt mal hier die Werte an. Hier die von dem Gewinner gab es leider nicht. Da musste ich die vom Schwung nehmen. Weil die hatten da irgendwie keinen Wert stehen. Um die 20. Also tatsächlich die First Edition hier vom ID.3 säuft ein bisschen, ne? Gut, das Tesla Model 3 hat es auch 21 hier gehabt. Wenn man zu schnell fährt, passiert das auch, obwohl die Abweichung ist hier nur minimal. Also da seht ihr schon, die Dinger sind tatsächlich vergleichbar. Die sind nämlich auch sogar länger mehr gefahren als die hier. Die hatten, glaube ich, noch eine andere Aufgabe mit drin. Es sind aber nur geringfügige Unterschiede hier in den Zeiten und auch in den Verbrauchswerten. Also denke ich, man kann einen Tesla durchaus mit einem, also Model 3, durchaus mit einem ID.3 vergleichen, wo jetzt hier sogar ein Long Range ist. Also ich hätte jetzt gern hier ein Standard Range Plus mit dem ID.3 First verglichen, ne? Gut, aber 11 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei 600 Kilometer ist schon cool. Aber 10 Stunden waren die auch unterwegs. Gut, der da oben auch. Ja. Und sonst gibt es noch was Neues hier, das T&E-Magazin. Auch die Woche, nein, das ist erst im, was habe ich aufgeschrieben, am 8. und 9. Oktober. Nein, das ist die Magazin Nummer 8, die kommt am 9. Oktober, so ist es. Und ihr könnt die da im Shop bestellen, eigentlich kostet bloß Versandkosten und am besten gleich mehr bestellen, damit ihr verteilen könnt. Sehr Tesla-lastig, da ist nochmal der ganze Battery Day erklärt und auch die Update-Geschichten und sowas unten exklusiv. Story über Hilden, wie sieht es jetzt da aus an dem Ladepark, an dem neuen? Coole Sache. So, das war's dann wieder für heute und ich habe noch ein cooles Video für euch rausgesucht, musste ich allerdings ein bisschen neu vertonen, weil sonst wären wieder hier Urheberrechtsverletzungen bei YouTube. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Woche dann. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön.